Hessen. Hallo, grüß Gott. Gott. Bin ich recht Ruprecht? Ja. Die Runde lasse ich mal daheim. Das ist ja. Das setze ich nicht ein. Hallo. 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 So, ich bin der Weihnachtsengel. Grüße Sie. Ich bin der Person. Ja. Grüß Gott. Ich bin schon ausgezeichnet. Wunderbar. Ja. Ich bin einer, der jedes Jahr da ist. Geht's Ihnen gut? Mir geht's hervorragend. Wenn ich in Himmelstadt zu Gast sein darf, dann werde ich erst recht. Da werden Sie heute mal was Gescheites kennenlernen. Genau, ja, davon bin ich überzeugt. Klar. Übrigens, so. Museum für Kommunikation Nürnberg, das ist ausgestattet. Sehr schön. Und königliches Postamt, das ist jetzt noch Zeit. Der Nikolaus hat doch einen Mitra, auch wisst ihr das nicht? Also das müsst ihr doch wissen. Ja, Bischof. Schön und gewichtig drauf und stehen bleiben. Stehen bleiben. Oh, das ist ein Stempel, wunderbar. So machen Sie das jetzt auch. Ich tue praktisch. Moment mal, die Frau Schotte muss noch her. Und wir müssen noch als Begleitung, geh mal vor, Engels, geh mal vor. Ja, ja. Aber jetzt alle, die die Fotografen wollen? Ja. Genau, die wollen ganz gut. Genau. So war das richtig, ja? Ja, so in etwa. So, jetzt senkrecht runter und Tester von oben drücken. Jawohl. Gut. Essen. Das ist ja sehr schön. Bitte? Ihr habt die Geschenke in der Hand. Dürfen wir die Frau Schotte auch noch mal irgendwie bitten, dass sie mitfuhren? Das wäre total nett, weil die haben ja nicht auch Fotos drauf. Entschuldigung, das wäre nett. Und der Engel doch davor, das passt. Der Engel kommt davor. Super, vielen Dank. Ich schaffe Ihnen einen Platz. Sie müssen schnappen. Ja, ja, machen wir schon. Und Sie müssen mit Ihrer Hand bloß, wie Sie weggehen. Dann haben wir. Super. Ja? Sehr gut. Kommt noch eins. Briefe, 6.000 Briefe und jetzt erwarten wir 80.000. Wahnsinn. 80.000. Wann ging das los? 86. Da hatten wir 20.000, 25.000. Mit 86. Quatsch. Und die Post bewältigt das noch, ja? Bitte? Post bewältigt das, ja? Sie ist nicht überfordert damit. Ja, ich überhaupt Sie haben jemanden getroffen, trotz Pension, das Blut ist gelb. Und das Blut ist gelb. Oh. Ja, da müssen wir aufpassen mit unserer großen Rolle. Ja, das ist was Besonderes. Oh, Fünften Fanclub, FC Bayern München. Jawohl. Wir freuen uns aber in der Club gewinnen. Das ist recht. Jawohl, die Frau Mattes war auch schon hier, so ist recht. Jawohl. Jawohl, das sind so viele. Sehr schön. Und der Herr Özdemir. Auch schon hier, jawohl. Wollte die Straße neu planen. Ja. Das ist recht. Und die Frau Landtagspräsidentin und all die schönen Briefmarken dabei. Wunderbar. Also gut. Ja.
Zeit, wenn die so gut sind. Der Nikolaus ist schon ein bisschen älter, da muss er immer vorsichtig sein. So, jetzt hat sich ja noch anders dargestellt, wie ich gedacht habe. Ja? Ihr habt ja noch eine extra Kutsche gehabt. Sehr toll heute. Gott. Super. Also, Nikolaus, dann gehen wir weiter. Und wir warten bis wir. Glitzernde Kugeln hängen am Tannenbaum. Ich rieche die frisch gebackenen Plätzchen. Weihnachten steht vor der Tür. Geschenke einpacken, einkaufen, was für ein Stress. Plätzchen doof. Weihnachtslieder von Frieden auf Erden. Weihnachten steht vor der Tür. Wir warten gespannt auf das Weihnachtsfest, haben Spaß im Schnee und bauen Schneemann. Postfiliale willkommen heißen. Mein besonderer Gruß geht natürlich an die Kinder in der ganzen Welt. Für sie richtet das Christkind alljährlich sein himmlisches Postfiliale. Früh dunkel, draußen schneit's, es ist soweit. Festlich überall die Lichter funkeln. Begonnen hat die Weihnachtszeit. Ja, lieber Ehrengast, lieber Herr Minister, darf ich mal persönlich ganz herzlich Grüß Gott sagen. So oft kommt es ja nicht vor. Herzlich willkommen in unserem Himmelstadter Weihnachtsdörfchen. Herr Herrmann, eine Freude für uns alle, Minister des Inneren. Aber Sie wissen ja, was das eigentlich heißt. Ich muss unseren Bürgermeister ein klein wenig korrigieren, weil wir haben ja inzwischen den ersten Advent. Und dann schlägt das Ressort automatisch um. Ein Innenminister, ein bayerischer Innenminister, der ist dann der Innenminister der Herzen, da innen drin. Und diese Botschaft nehmen Sie bitte mit nach München. Sie sind jetzt unser Minister der Herzen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier bei uns in Himmelstadt sind. Noch viel mehr freuen wir uns auf Ihre Festansprache hier in Himmelstadt. Und ich bin mir sicher, Sie werden die Herzen der Gäste hier in Himmelstadt im Flug erobert haben. Bitte schön. Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Kinder, liebe Himmelstadter, liebe Gäste aus nah und fern. Ich bin sehr gerne heute hier nach Himmelstadt gekommen. Es ist gerade schon angesprochen worden, Himmelstadt mit dem Weihnachtspostamt, das ist jetzt eigentlich für die nächsten Wochen des Advents die heimliche Weihnachtshauptstadt Frankens und Bayerns. Und dann muss natürlich auch die Staatsregierung richtig vertreten sein. Ich bin gerne hierher gekommen. Ich freue mich, dass nicht nur der Bürgermeister, der Landrat da ist, zwei Landtagsabgeordnete, zwei Bundestagsabgeordnete, der frühere Bundestagsabgeordnete. Also da merkt man schon, das ist jetzt das politische Zentrum in dieser heimlichen Weihnachtshauptstadt. Und ich sage das ausdrücklich, weil ich... Das will ich noch nebenbei anfügen.
ja oft gehört habe vor den Wahlen, meine Damen und Herren, da wird dann manchmal so locker dahergeredet, die Politiker kommen eben nur vor der Wahl und nach der Wahl sieht man keinen mehr. Ich denke, das darf ich parteiübergreifend für die Kolleginnen und Kollegen feststellen, des Landtags, des Bundestages. Sie sehen, meine Damen und Herren, auch nach der Wahl sind die alle da und nicht nur die Neugewählten, sondern auch die Früheren sogar mit dabei. Und deshalb sage ich ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen aus Landtag und Bundestag und aus der Kommunalpolitik ein herzliches Grüß Gott. Das ist wichtig, denke ich, dass wir auch am Beginn des Advents heute beisammen sind. Denn es ist gut, wenn mit einem solchen herrlichen Weihnachtsmarkt hier in Himmelstadt und im Himmelpostamt entsprechend auch wir ein bisschen Einstimmung haben auf das Weihnachtsfest. Wir haben immer noch viel umtriebig zu tun in der Politik, in den Berufen, in der Geschäftswelt, aber es ist wichtig, dass wir uns doch schon ein bisschen die Zeit nehmen. Und deshalb freue ich mich, dass so viele Kinder da sind, deshalb freue ich mich, dass dieser Weihnachtsmarkt hier aufgebaut ist, sich ein bisschen jetzt in diesen nächsten 3 Wochen des Advents einzustimmen auf das Weihnachtsfest. Es sind jetzt noch 5 Tage bis zum richtigen Nikolaustag. Lieber heiliger Nikolaus, es sind noch 23 Tage bis zum heiligen Abend, liebe Kinder. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich als Kind immer drauf gefreut habe. Und ich sage, ich freue mich immer noch drauf, auch die Erwachsenen. Und ich denke, wir sollten alles gemeinsam dafür tun, dass es auch in diesem Jahr wieder ein herrliches Weihnachtsfest wird, dass wir gemeinsam einen schönen heiligen Abend erleben können und dass wir dann tatsächlich auch uns ein bisschen auf den Kern dieses Festes konzentrieren. Und deshalb freue ich mich sehr, und das will ich als ersten Dank sagen, dass, lieber Scheller, liebe Frau Schotte, mit all ihren Kolleginnen und Kollegen, dass es diese Institution des Weihnachtspostamts hier in Heiligenstadt gibt. Ich denke, das ist eine großartige Tradition, weil wegen Himmelstadt, Entschuldigung, dass es hier ja, mit so vielen himmlischen Wesen hier und heiligen Engeln und Nikolaus, da kommt man dann schon mal erleben. Also, dass es dieses Weihnachtspostamt hier in Himmelstadt gibt, meine Damen und Herren, es ist ein Stück besondere Tradition, die neu geschaffen worden ist, aber die in der Tat, denke ich, für euch Kinder eine besonders schöne Einrichtung ist. Und zwar nicht nur für die Kinder hier in Himmelstadt, sondern für die Kinder weit über die Region hinaus, aus ganz Deutschland, aus Europa. Ich habe mir vorhin die Liste angeschaut, dass hier Kinder eigentlich aus der ganzen Welt hierher schreiben. Und das ist ein tolles Zeichen. Es sind Kinder, die sich aufs Christkind freuen, Kinder, die ihre Wünsche zum Ausdruck bringen und denen eine große Freude gemacht wird, wenn hier von Himmelstadt aus entsprechend dann auch ein Gruß zurückkommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, denn das zeigt übrigens auch, dass die Freude auf Weihnachten, der Glaube natürlich auch an das Christkind, dass das etwas ist, was die Menschen weltweit miteinander verbindet. Und das sollten wir nicht geringschätzen. Das ist nicht nur etwas hier für uns vor Ort, wo wir das kräftig feiern, sondern es ist wichtig, dass wir auch diesen weltumspannenden Charakter begreifen. Denn es geht in der Tat um das Fest des Friedens und das Fest der Liebe. Der Liebe Gottes zu den Menschen, aber eben auch der Liebe der Menschen untereinander. Und das unseren Kindern, unserer jungen Generation ein Stück weit nahe zu bringen, das in der ganzen heutigen Hektik, die wir überall haben, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn da diese besondere Tradition in Himmelstadt einen Beitrag dazu leistet, dann glaube ich, ist schon viel, viel gewonnen.